Ciao und herzlich willkommen zurück in unserer freien und beinahe demokratischen Republik von Tropico. Ja, in der letzten Folge haben wir hier unsere schöne Molkerei in Auftrag gegeben und ja, was ich so zwischendurch gesehen habe, hier sind so ein paar Hütten mit ein paar armen Leuten drin. Und diese paar armen Leute, die hätten gerne ein Zuhause und praktischerweise, ja, hier Verordnungsliste, ist Stadtentwicklung immer noch in Kraft. Das heißt, noch können wir bauen und zwar relativ günstig und deswegen würde ich hier gerade noch mal eine weitere Baracke hinsetzen in die Ecke hier, damit die da eben eventuell mal ausziehen und stattdessen irgendwo bei uns wohnen. Die hier haben wir, glaube ich, auch noch relativ neu gebaut, ist aber schon voll belegt, ja, mit irgendwelchen Arbeitern und potenziellen Ehepartnern, ja, sofern welche vorhanden sind. Ja, aber hier, diese Leute, die sollten einmal bitte... Oh, hoppala, das Haus da unten ist ja noch gar nicht fertig. Eventuell sollten wir damit zumindest noch temporär warten. So, hier die Kirche, da können wir auch ein bisschen... Hier definitiv... Ja, geteilte Sitze wollen wir hier nicht. Verbesserung. Prunkvolle Glocken, verringert die Besuchszeit. Ja, komm, machen wir einfach mal. Haben zwar aktuell eh keine Probleme, aber hey. Ja, hier vorne die Luxusvillen. Okay, zumindest die hier vorne ist schon relativ gut besucht. Die hintere noch nicht ganz so. Die denken sich da vermutlich, naja, kein Bock. So im Hinterhof, aber hey. Ja, hier mit Restaurant, das ist auch echt schön. Stoffservietten, was können wir sonst machen? Nee, nichts. Ja, wir könnten es irgendwann elektrifizieren, aber auch erst im Kalten Krieg. Und ja, ansonsten sehe ich hier unsere Waffenfabrik. Die läuft leer. Warum läuft die leer? Naja, wir haben weder Nickel noch Stahl. Okay, das ist nicht ganz so cool. Und hier Baumwolle. Also Wolle und Baumwolle haben wir auch nicht hier. Für unsere Textilfabrik. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Ja, da sollten wir eventuell schauen, dass ein bisschen was rankommt. Ah, Molkerei haben wir jetzt endlich auch. Da können wir jetzt entscheiden zwischen rechtsdrehender Säure und linksdrehende Milchsäure. Ja. Ihr könnt es euch gerne in Ruhe durchlesen. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein. Es ist einfach nur... Es ist typisch Tropico. Ja, okay. Dann unsere Farm. Die sollte eigentlich laufen. Was haben wir hier? Rinder für Fleisch und Felle. Ja, das ist eigentlich ganz gut hier für die Gerberei, weil Felle, naja, sind halt gerade auch nicht da. Wobei, also so viele lagern hier jetzt auch nicht gerade unbedingt. Hier Ziegenfarm. Okay, ist ganz nett. Aber, ja, wir brauchen definitiv mehr Wolle oder Baumwolle und wir brauchen auch definitiv Stahl. Haben wir überhaupt, also ganz blöde Frage, haben wir Stahl? Industrie? Warum haben wir eine Waffenfabrik, aber kein Stahlwerk? Ja, das ist natürlich nicht ganz so schlau. Ja, wohl oder übel müssen wir hier uns mal das Stahlwerk kaufen. Ja, das kommt dann hier in den Hinterhof. Und auch direkt in die Straße hin. So, zack. Ist das angeschlossen. Wunderbar. Ja, und bis das liefert, können wir... Wir können ja mal schauen, ob wir hier günstige Import... Importangebote haben für Stahl. Jetzt muss ich hier mal schauen. Hier, Stahl. Plus 50. Hm. Plus 50 ist ein bisschen teuer. Habe ich eigentlich keinen Bock. Würde insgesamt... Ja. Ja, ja, ja. Hier 7800 pro 1000. Das wären 2500. Ah, nee. Lassen wir mal lieber. Lassen wir mal lieber. Da schauen wir, dass wir lieber selbst irgendwie das Zeug hergestellt bekommen. So, jetzt ist hier die Baracke aber fertig. Und... Hier wohnen ja immer noch Leute. Hi, Press. Junge, fühle ich mich heute gut. Die Kurse sind über Nacht stark gestiegen. Ich liebe es, reicher aufzuwachen. Aha, das ist schön. Liebe ich auch. ja. Als Kapitalist Trump muss man dem natürlich nachgehen. Wir bauen eine weitere Klinik. Selbstverständlich. Ja, wenn ihr das wünscht, dann bauen wir hier auch nochmal irgendwo eine Klinik hin. Wie wär's denn hier hinter der Kirche? So, ja, oder hier. Zack. So, und dann kommt da auch nochmal direkt hier eine weitere Baracke hin, ja, zum Wohnen für die Leute.
Weil, naja, scheinen ja echt ordentlich benutzt zu werden hier in der Ecke. Die Häuschen. Da ist noch ein bisschen frei, das heißt, hier die Baracke kann ich. So, schau. ja. Genau. So, und ansonsten, wir brauchen... Ist hier jetzt was angekommen? Ja, okay, Baumwolle haben wir wenigstens genug. Musste halt vermutlich einfach nur geliefert werden. Wir können hier auch den Betrieb ein bisschen vergrößern. Ja, dann haben wir hier zwei Stellen mehr. Einer wird auch direkt besetzt, das ist schön. Ja, dann können wir hier nämlich direkt mehr verarbeiten. Und auch dementsprechend mehr Geld finden. So, der Broker hat irgendein Angebot. Sie an irgendetwas interessiert? Alles völlig legal, natürlich. Kriegsrecht, ja. Überzeugendes Gespräch. Nee, überzeugt mich gerade alles nicht so sehr. Aktiv leer. Nee, das ist ein bisschen schade. Platz freischalten. Nee, dafür haben wir gerade nicht das Geld. Ja, machen. Lass mal einfach die Zeit weiterlaufen. So. Ansonsten wäre es schön, wenn das Zeug hier oben auch dann noch gebaut werden würde. Aber früher oder später kommt das. Was haben wir hier? Kakao und Ananas hat man hier oben betrieben. Okay. Irgendwas wollte ich noch nachschauen. Ach so, ja. Hier die Gerberei. Ob die auch ja genug Felle bekommt. Ja, wobei an sich, wir haben ja eigentlich mehrere Rinderfarmen. Wir haben einmal hier die Rinderfarm, wir haben hier eine Rinderfarm und das da unten ist... Ah, nee, das ist eine Schafsfarm. Okay. Ja, für Wolle und Milch. Jawohl, ja, damit die Operation wir, denke ich, ist wieder auf Kurs. Oh, wunderbar. Wunderbar, das ist, wir haben 9 mm Kaliber 12, Maßstab H0, okay. Spielzeug? Okay, etwas zerkleinern Salbei und sind damit bereit zum Angriff. Ja, das ist schön, dann werden wir wohl demnächst, ja, ein paar Weltwunder bekommen und der Broker hat ja schon wieder neue Angebote. Exporter Press. Wir sollen Konserven exportieren, ja, das machen wir sowieso. Das sind das sind sogar 2000 geschenkte Dollar auf unserem Schweizer Konto. Unser Geld ist im Umlauf, Press. Die Aktien sind Option, die Optionen sind Aktien und alle Auktionen gestoppt. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ich hätte gerne etwas mehr Ruf bei euch, ja, wenn ich hier jetzt auch Politik, Beziehung, Alliierte, sieht super aus. Um finanzielle Unterstützung bitten wir die jetzt nicht. Wir sollen Axtmächte sabotieren, wenn ich das richtig sehe, aber das können wir eh erst wieder, wenn hier fertig ist. In der Piratenbucht könnten wir zwischenzeitlich mal eine Schatzjagd machen. Das wäre so eine Option. Überfallpunkte werden produziert. Warum warten? Ja, mal bitte hier direkt vorne hin, oder? Na egal. Irgendwann wird die Piratenbucht schon was machen und so lange darf sie ja noch ein paar Überfallpunkte produzieren. Das wird schon passen. So, dann wir kriegen ein bisschen Entwicklungshilfe, das ist ganz nett. Was haben wir denn hier? Erwartete Einnahmen 15.000 Euro, das ist ein bisschen wenig. Ja. Kosten insgesamt. Warum wird denn da gerade so wenig exportiert? Wird einfach wenig hier rüber geschafft oder produzieren wir so wenig? Das ist jetzt die Frage. Wir haben hier auf jeden Fall viel Zucker. Wir haben viel Rum. Wir haben viele Planken. Eventuell könnte man eine zweite Schiffswerft gebrauchen. Das wäre mal so eine Idee. Ja, wie wir eventuell zu mehr Geld kommen könnten. Das Problem ist halt, wenn ich hier jetzt so die Industrie mal anschaue, so eine Schiffswerft, ja, hier kostet halt 9.500 Dollar. Haben wir aktuell nicht. Und das ist schade. Weil, die würde ich echt gerne bauen. Nochmal so eine zweite. So, hier unten ein Stahlwerk. Ja, Kohle. Eisen. Alles noch nicht da. Aber brauchen wir, wenn wir das Ding hier beliefern wollen. Naja, das Ding wollen wir halt beliefern, damit... ja. So. Geld für ausländische Arbeiter haben wir nicht. Rechtsrene Milchsäure haben wir dafür, aber dafür keine Milch. Hä, so ineffizient sind die Dinger doch gar nicht. Wir produzieren hier Milch, wir produzieren da unten Milch. Wie kann es denn so schwer sein, hier ein bisschen Milch ranzuschaffen? Aber dafür haben wir Käse. Den können wir dann auch exportieren. Das ist ganz nett. Ja, hier unten
Gut. Eventuell brauchen wir da dann irgendwann nochmal eine weitere Farm. Stand jetzt müssen wir einfach ein bisschen sparen, glaube ich. So, hier die Feuerwache, die steht eigentlich ganz schön. Was haben wir denn sonst noch so im Angebot? Kokosnussernter. Ja gut, wie lange der hier noch eifrig Kokosnüsse ernten kann, weiß ich nicht. Aber effizient von 125. Insofern, solange wir nichts an dem verändern, wird das, denke ich, passen. Erhöhe die Arbeitsqualität. Aha. Sollten wir vielleicht mal irgendwann kaufen, wenn wir wieder Geld haben, weil 15% Effizienz für nur $300, das ist doch heftig. Also gut, ich meine, das ist jetzt keine Industrie, mit der wir Millionen verdienen werden, aber hey. Apropos Millionen verdienen, hier unsere Bank. Ja. Wir haben gerade leider nichts, wofür wir Zinsen bekommen könnten. Das ist ein bisschen schade. Aber naja. Gut, ansonsten, wir können ein bisschen forschen. Und zwar könnten wir hier mal sagen, dass die Zeitung in Zukunft mal weiteres Wissen hier irgendwie generieren soll. Oder, ja, nicht weiteres Wissen, aber halt mehr Arbeitsmodi hat. Dann können wir die nämlich auch ein bisschen gleichschalten. Ja, das ist ganz nett. So, und ich sehe, der nächste Frachter ist schon wieder hier im Anlauf. Erwartete Einnahmen, sie... Ja, und diesmal sind sogar die 790 rum dabei. Warum wird hier Eisen exportiert? Nein, liefert das ein Stahlwerk. Wir brauchen das Eisen. Hier. Ganz viel Eisen brauchen wir. Okay, wenigstens haben wir jetzt hier ein bisschen Eisen und Kohle drin, aber... Apropos Kohle, kriegen wir da überhaupt genug? Ich meine, wir haben hier ein... Ah, nee, warte, das ist ein Nickelbergwerk. Das ist ein Eisenbergwerk. Wo schauen wir nochmal nach Kohle? Hier. Nee, das ist Gold. Ich kenne mich auf dieser Insel nicht mehr aus. Schrecklich. Kohle. Ah, gefunden. ja, sollten wir, glaube ich, mal ein bisschen hochstellen, damit hier auch genügend Kohle rauskommt. Weil ich meine, mit Kohle müssen wir ja das sowohl... Das Flugzeug da unten ist heute Nacht um 2300 gelandet. Wir hätten früher hier sein können, aber wir wollten noch ein letztes Dîner au vin in Paris, bevor wir uns aus dem Staub machen. Okay. Ja, das sei euch gestattet. Wir haben einfach gerne Geschäfte. Wunderbar. Mit Ihnen. Und wir haben ein bisschen mehr Geld vom Broker. Das ist auch schön. So, und dann kann auch die Kommandoorganisation dann in Zukunft... Oh, warte, wir haben ein bisschen Geld. So, jetzt hier einmal Kokosnussernter. Diese kleine Verbesserung, die muss einfach sein. Kokosnussschneider. Für ein bisschen mehr Arbeitsqualität und vor allem mehr Effizienz. Ja, die Arbeitsqualität ist ja eigentlich relativ egal für uns. Die wählen uns eh nicht, wählen nur reiche Bürger. Wohnen hier mittlerweile Leute dran? Ja, wunderbar. Unsere Villen werden endlich angenommen. So, jetzt aber zu dem eigentlichen Punkt, zu dem ich hin wollte. Eine Schiffswerft werden wir uns vermutlich immer noch nicht leisten können. Aber hey. Ah, doch. Würde sogar gehen. Ist ja der Hammer. Ja. Haben wir zwar wieder ein bisschen Schulden, aber dafür, wenn das Ding dann gebaut wird, dann ein paar Leute drin arbeiten und die ein paar Schiffe herstellen, dann ist das Geld halt auch ganz, ganz schnell wieder drin. So, hier wohnen Leute. Diese Leute sind gut situiert. Ich glaube, wir brauchen noch ein Haus. Aber ich glaube auch, das können wir uns gerade nicht mehr leisten. Schade, 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 schade. So, diese Hütte hier, die braucht aber niemand mehr. Okay, die spawnt wenigstens von selbst. Ja, der hier ist mittellos. Den lassen wir da auch mal drinnen wohnen. Ach so, Überfallbildschirm. Ah, Schatzjagd ist jetzt endlich im Gange und ja, wir sabotieren weiter die Axtmächte. Vielleicht wollen sie uns ja nochmal angreifen danach. Wer weiß. Es wäre durchaus möglich, so gut wie unsere Beziehungen zu denen sind. Nee, aber ich denke im Zweifelsfall. Wir sind gut aufgestellt, wir haben Panzer, wir haben Kaserne, glaube ich, auch irgendwo rumstehen. Ja, also wenn ich mir das hier anschaue, Militärbasis, wunderbar. Wir haben hier eine Kaserne, okay, da sind ein paar weniger Leute drin, um genau zu sein, nur eine Person. Aber hey, reicht doch. Können wir das hier eigentlich auch upgraden? Reaktivierung, Reaktivpanzerung, okay. Verbessert den Truppentyp, okay. Ja gut. Oh, der Broker hat wieder was. Nett.
Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es Gesetze bricht. Eine Polizeiwache? Ja, können wir mal kaufen. Ich meine, bauen werden wir sie vermutlich nicht können, aber hey, was wir haben wir. Nee, warte, das war ein Arbeitsmodi. Ups. Schützen und dienen, leben und leben lassen. Oh. Das ist, ja gut, aber ich meine, ein bisschen Geld auf dem Schweizer Nummernkonto wäre eine Option. Ja, immer im Einsatz. Senkt die Arbeitsqualität um 10. Wie hoch ist denn die Arbeitsqualität? Ist jetzt die Frage. Arbeitsqualität 60. Wenn ich das hochstelle, 65, 70. Reicht uns eine 50er Arbeitsqualität hier für die Polizisten? Ist jetzt die Frage. Weil... Präsidente, hätte halt die schon was. Arbeiter haben ein Anliegen. Oh. Sie wollen nicht arbeiten. Doch das ist unmöglich. Also haben sie ein zweites Anliegen. Ja, ich verstehe. Ein Radiosender. Haben wir schon. Sorry. Ich baue hier jetzt keinen zweiten Radiosender. Wir haben hier einen Radiosender. Das muss reichen. So, und der macht auch schön Werbung. Und... So, Moment, jetzt muss ich nochmal kurz schauen. Irgendwo war noch was, wo ich gerade nachschauen wollte. Ich meinte, hier, beim Kerker. Strafarbeit. Das sind ja gar nicht mal so viele im Kerker gerade drin. Das geht ja sogar. Entspannt. So. Also, der Kerker ist wenigstens ein Gebäude, das uns ein bisschen Einkommen liefert. Freut mich. So, der Frachter liefert uns auch ein bisschen Einkommen, aber leider nicht genug. Das freut mich nicht. Ja, sollte hier einfach mal die Schiffswerft ein bisschen beliefert werden. Ja, zwei Arbeiter haben wir da drinnen jetzt. Wie sieht's hier aus? Mittellos. Blöd. Wo arbeiten die? Arbeitslos. Sehr blöd. Sollte sich mal Arbeit suchen. Hier zum Beispiel in der Schiffswerft. Das wäre doch eine Option. Aber ich vermute, da fehlt dann einfach die entsprechende Bildung. Und das ist das Problem an der Geschichte. Dann hoffe ich mal, dass hier jetzt wieder ein paar Sachen angeliefert werden, die uns ganz gut Geld einbringen. Okay, Brote und Zigarren. 20.000 Einnahmen haben wir jetzt schon erwartet. Wunderbar. Was machst du? Von Plantagen nach Zucker. Wir brauchen dringend eine weitere Rumdistillerie. Ja, ich meine, wir haben hier... die kann einfach nicht mehr. Wie das, was wir ohnehin schon produzieren. Ja, und ich meine, Rum bringt halt auch nicht gerade wenig Geld ein. Ja. Es wäre auf jeden Fall eine Option. Überfall abgeschlossen. Sabotage. Wunderbar. So, damit fehlt dann, glaube ich, nur noch ein Überfall. Ne, zwei fehlen noch. Aber okay. Sollte passen. Und die Schatzjagd, da sind auch die Piraten demnächst wieder zurück. Ich hoffe, sie haben was Schönes dabei. Ja, entweder eine Blaupause oder ein bisschen Geld. Fände ich ganz nett. Ja. Überfallpunkte brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht so dringend. Aber ansonsten... So, wie sieht es hier mittlerweile aus? 35.000 erwartet das Einkommen. Ach, Leder kam auch noch dazu. Wunderbar. Ja. Außerdem noch ein paar Stoffe. Oh, sieht gut aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Mal ein bisschen mehr ist, was da drin kommt. Und oh, hier vorne brennt's. Ja gut, wir haben ja eine Feuerwehr. Das passt ja alles. Okay. Na dann. Wir machen gerade so viel Miese. Schrecklich. Okay, ja gut, dann... da wir gerade ohnehin recht wenig machen können, würde ich sagen, ich beende die Folge an der Stelle mal. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, auch wenn wir jetzt nicht so wahnsinnig viel machen konnten. Ah, wunderbar. 10.000 zusätzliche Dollar. Wunderbar. Geht direkt wieder auf Schatzjagd. Tut mir den Gefallen. Ja, ich glaube, ihr kriegt das hin. Beziehungsweise, nee. Besser. Ich hätte gerne ein bisschen Kohle. Ja. Baumstämme und Ananas schaden auch nicht. Insofern. Das kriegt man verarbeitet, denke ich. Und insofern ein paar Ressourcen, die kann man letzten Endes dann ja auch zu Geld weiterverarbeiten. An entsprechender Stelle. Ja, okay. Gut, also wie gesagt, das wäre es dann gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über ein Like freuen. Sagt auch anderen Leuten, dass sie hier unbedingt mal vorbeischauen sollen. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ich warte einfach, bis wir hier wieder ein bisschen mehr Geld haben. Dass wir auch gescheit was machen können.
Bis dahin wünsche ich euch allen viel Spaß und ciao.